So, und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Eldarun zu einem neuen Part. Was ist das? Super Mario Party ist das, in den Zwergenfürst. Ihr seht ja mein Team, ich bin jetzt der Hammerbruder. Das ist der richtig Hammerbruder. Ja, und hier ist mein Team, das ich mir gerade neu zusammengestellt habe. Wir spielen heute mit Wario, mit Yoshinski und mit Bowser Jr. Das ist unser Team für die nächste Runde. Wir starten direkt hier bei Mario Party. Ins nächste Spielbrett. Das haben wir das letzte Mal bestanden. Ich würde sagen, heute starten wir schlicht und ergreifend mit König Bob-Oms Pulverfassmine. Ich bin mal ein bisschen großmütig und nehme hier 90 Minuten, oder? Ja, da haben wir ein bisschen mehr Zeit, 5 Runden mehr Zeit, um zu gewinnen. Ja, mach mal, während halt ein paar mehr Parts draus, während halt 3 oder 4 Parts, ja, schadet ja auch nicht. Los geht's in Mario Party, König Bob-Oms Pulverfassmine. Let's go! Start! Es kann losgehen, das wird bombenstark. Hoffentlich stelle ich mich diesmal besser an als beim letzten Spielbrett. Ja, kann ja noch besser werden. Gegen meinen Kontrahenten muss ich mich mal behaupten. Ihr habt es hier geschafft, Arthur. Sehr schön. Aber unter uns gesagt, das hier ist kein besonders sicherer Ort. Du bist zum ersten Mal hier, oder? Ja, das bin ich. Genau gesagt, Lauren. In dieser Mine jede Menge Gefahren. Zum einen sind da Bob-Oms nur zu gern euch in die Luft springen würden. Die größte Bedrohung findet ihr in der Mitte. Spielbrett König Bob-Om höchstpersönlich. Willkommen. Ich möchte keiner von dir drin liegen. In meiner finsteren Mine sehen. Ja. Ich will auch ganz fair sein. Also zugehört. Dieser Unheilzähler null erreicht. Könnte etwas Schreckliches passieren. Ach, nennen wir das Kind ruhig beim Namen. Dann wird es eine brenzliche, eine gewaltige Explosion geben. Oh nein, das ist aber wirklich schrecklich. Damit ist das ja jetzt nicht mehr rührende Abenteuer, sondern ein super gefährliches. Wie sieht es mit den Regeln aus? Sollen wir die Regeln durchgehen? Ja, ganz schnell. Könnten andere Regeln sein für dieses Spielbrett. Wario zeigt schon hier den Vogel, der jetzt den Tod für nicht so intelligent. Kamek erklärt die Regeln. Ja, haben wir es nochmal erklärt bekommen. Also, ja. Reihenfolge der Spieler. Hops! Na komm, hops! Ach, scheiße, eine 3. Das fängt doch wieder super an. Na toll. Das ist ein böses Omen für das Spiel. Und Hammerbruder beschließt die Runde. Naja. Ich hoffe, wir stellen uns mal besser an. 5 Münzen für jeden. Auf geht's. Ja, Stern sind der Schlüssel zum Erfolg. Das wissen wir schon, haben wir erfahren. Ja, da ist Toadette mit dem ersten Stern. Als letzter haben wir jetzt nicht unbedingt die besten Chancen. Also Pole Position wäre schon besser, aber ja, hoffen wir mal, dass die anderen was Schlechteres würfeln.
Die Comms sind auf normal eingestellt und ja, mal schauen, was die so anstellen. 6. Oh. Ach nein, das ist so ein Würfel. 1. Ja. Hm. Seht ihr. Kann noch alles werden. Noch hat die Runde nicht begonnen. Noch hat das Spiel nicht richtig angefangen. Wollen wir. Ja, wir haben jetzt sogar 15 Runden. Ein bisschen mehr Runden. Also wollen wir den Tag nicht von dem Abend loben. Kann alles noch kommen. Ja, Bowser Jr. ist am Zug. Und dann bin ich als Hinterletzter dran. Noch sind wir alle gleich auf. Naja, ich bin noch Vierter, weil ich noch nicht gezogen bin. Aber ja, das wird sich gleich haben. So, der Hammerbruder-Würfel, der hat plus 3 Münzen, 1, 1, 5, 5, 5. Ja gut, prinzipiell ist er der Bessere, oder? Na komm, ich nehme ihn. Glückswürfel. Würfler. Zeit für einen Tod-Tipp. Aha, okay. Auf diesem Spielbrett zweigen rings und König Bob-Bombs Wege nach links und rechts. Mal sehen, wohin der Weg nach rechts führt. Oh, ist das etwa ein Fließband? Was dich um Verbündete oder um Items bemühen? Und wenn man den linken Weg nimmt, ist das vielleicht ein Goldader. Da müsste man doch an Münzen kommen, oder? Wirkst du dich um Verbündete oder ein Items bemühen? Nutze die Bergwerkslore, mit der du auf die andere Seite gelangen kannst. Oh, das klingt spannend. Na dann. Dann würfeln wir mal. Würfeln. Zack. Eine 5 könnte ich würfeln. Na komm. Zack. Oh nein, eine 1. Ach, verdammt. Das beginnt doch schon spitzenmäßig. Und ich bin auf Platz 1. Naja, alle gleich auf. 4 Spieler Minispiel. Das kann sich nach diesem Minispiel ändern. Mal schauen, was wir so kriegen. Das klingt Trauma. Na, großartig. Tackling-Trauma. Ach so. Ach du Schande. Aufgabe nicht über den Haufen rennen lassen. Wenn du dreimal umgerannt wirst, scheidest du aus. Was hier schon der Fall ist. Na dann. So. Ach so, ja. Okay, rennen. Verstehe. So, hier. Weg. Ausweichen und hoffen, dass die Comms blöd genug sind. Oh, knapp. Knappe Sache. Und ich habe gewonnen. Erstmal in Demo-Versions-Dings. Dann legen wir mal los. Jetzt geht's um die Wurst. Ich bin unten rechts. Na komm. Konzentration. So, die wurden schon getroffen, ich noch nicht. Das ist gut. Oh. Ah, verdammt. Habe ich getroffen. So, streng mich an, Zwergi. Ah, verdammt. Aushalten. Nice. Hab gewonnen. Mein Bruder ist der Beste. So macht man's richtig. Und dann geht's wieder zurück in die Höhle. Und ich bin Erster. Zweiter, Dritter, Vierter. Ja. So gefällt's mir doch. So kann's weitergehen. Runde 2. Mario ist am Zug. Ich bin zwar als Letzter dran mit Würfeln, aber ja. Das muss nicht heißen, dass wir nicht Bester werden können. Verbündetenfeld. Oh wei. So, wen kriegt er denn? Den Mario. Wario und Mario. Das passt ja nicht. Nicht wirklich. Hier ist unser Held, Mario. Du bist jetzt mit Mario verbündet. Also Mario ist jetzt mit Mario verbündet. Yoshi ist am Zug. Ich spiele jetzt hier irgendwie, habe ich gerade bemerkt, in Super Mario Party bisher die 0 hat er gewürfelt, der Joschinski. Ich spiele hier nur die Underdogs hier. Die hier den Monty Maulwurf habe ich in der letzten Runde, im letzten Brett gespielt. Er würfelt auch nur 1, ja. So kann man es auch machen. So, jetzt würfeln wir mal was Besseres, Hammerbruder.
Jetzt den Hammer, Bruder. Nächsten Runde gibt's dann wieder einen. Na komm, mach was Besseres. Schon wieder eine Eins. Verdammt, ich muss einen anderen Würfel nehmen. Gibt's doch nicht. So ein Mist. Bin ich noch Erster? Nein, ich bin Zweiter. Verdammt. Das Minispiel gewinnen. 1-3 Minispiel. Okay, was gibt's? Packendes Duell. Wow, das wird ja packend. Das wird spannend. Aufgabe, möglichst viele Pakete laden. Mitglieder des Dreierteams können 2 Pakete auf einmal tragen. Der Einzelspieler kann mit Hilfe der Drohne gegnerische Pakete klauen. Okay. Okay, dann muss ich hoch. Spielsteuerung kapieren. Ja. Okay, Joschinski steuert das Ganze. Wie komme ich da jetzt hoch? Ach so, ja, der dreidimensionelle Geschichte. Paket. Das nehme ich jetzt. Und wo liefere ich das hin? Unten in den Eingang oder was ist jetzt die Geschichte? Wo muss das hin? Runter? Zu mir hier? Oder? Ah, habe ich jetzt. Ach, auch, okay, aufs Fließband drauf. Ah, okay. Dann wieder hoch hier. Ah, okay, ich verstehe es noch nicht ganz, aber. So, runter hier. Okay. Ich muss noch ein bisschen testen, bevor ich es begreife. Auf dem kleinen Bildschirm. Ach, tot erwartet da oben. Da mal hinter. Ach, okay, er war da. Okay. Na, ja, hoch da. Okay. Dann lassen wir den mal durch. Zack. Paket abholen. Na ja, verdammt. Oh. Ging sogar. So runter, 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 da, runter, da, runter, da, rüber, da. Paket abliefern. Postbote. Hammer, Bruder. Na komm. Das geht mir ziemlich langsam. Und da abliefern. Okay, gut, ich hab's verstanden. Versteht das Prinzip. Auf geht's. Dürfte ein bisschen schwierig werden, aber das kriegen wir hin. So, alle gegen Joschinski. So. Hoch. Hoch da. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Okay, ich hab's. Und runter, runter. Ich geh nicht im Weg rum. So, 1 haben wir. 1-1. Super. Ich guck nicht auf den Spielstand des anderen. Durchlassen. Hoch. Zack. Greifst dir. Runter. Das sind, glaube ich, 2, oder? Blinken die für 2. Okay, momentan steht's gut für uns. Ja, ich stehe für 2, die Großen. Na komm, hoch da! Mandario! Steh nicht im Weg rum. Was machst du denn? So, da hoch. Da sind die Kollegen. Zack. So, Paket runterbringen, Paket runterbringen, Paket runterbringen. Zack, 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 zack. Treppe, 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 treppe. So, hops. 10-7. Ja, das sieht gut aus. Die Joschinski kriegen wir besiegt. Na, runter schnell. Setz vor mir. Mann, steht nicht im Weg rum. Ah, knapp. Ich hab noch was abgeliefert. Das 12. Aber wir haben trotzdem gewonnen. Bowser Junior, Wario und Hammer, Bruder. Fertig. Zack. Joschinski erinnert sich. Och, der Arme. Naja. So, wie haben wir gewonnen? Und ich bin immer noch auf Platz 2. Ja, ich bin auf Platz 1. So muss das. Mit Wario. Nee, Wario ist Platz 2. Ja. So kann es weitergehen. Kann ich nur noch mal betonen. Im letzten Runde haben wir verloren. Ich meine, im letzten Spiel Britz. Okay. Achso, ja, da hat er jetzt gewürfelt. Oh nein, er holt sich den ersten Stern. Ich muss mich mehr beeilen, ich darf nicht so viele einzeln würfeln. Ah, das fängt schon wieder so an wie im letzten Spiel. Die schöne Animation, die mag ich. Wenn man so die anderen verzweifeln. Jetzt ist er der Führende. Aber ich bin immer noch Zweiter. Na komm, streng dich an, Hammerbruder. Hol dir den Stern. Wer ist dein Stern, Bruder? Gerne für den Hammerbruder. Da steht sie.
Okay, das könnte ein weiter Weg sein, weil wir können da nicht links abbiegen. Ich glaube, wir müssen da den langen Weg nehmen. Okay, mal schauen, ob wir mal ein bisschen schneller sind. Ich nehme jetzt den anderen Würfel, wenn ich dran bin. Das kann ja hier nicht sein, dass ich hier von normalen kommst hier in Sachen lasse. Wir sind erst bei der dritten Runde. Kann auch alles passieren jetzt hier. Komm, streng dich an, Hammerbruder. Ich glaube nicht. Ich glaube, wir nehmen dann gleich mal die... muss gleich mal aufs Spielbrett gucken, ob ich die Möglichkeit... Na, hier, einmal die Runde. Ja, da wo Jaschinski ran lang geht. Da machen wir dann hier die Runde und den kurzen Weg. Okay. Nein! Klaut mir noch Münzen hier. Yoshi, was ist mit dir los? Bowser Jr. würfelt. Der nimmt den vernünftigen Würfel. Eine 2. Okay. Und ich würfle besser als Bowser Jr. Besonders eigenes. Oh oh. Eine 4. Hammerbruder ist am Zug. So. Für den anderen Würfel. Normaler Würfel. So, zack. Okay, ich wollte aufs Spielbrett gucken, aber. Na komm, na komm, na komm, na komm, na komm. Eine 2. Was ist denn hier heute los? Ich kann nicht würfeln, oder was? Oh nein. Und es wird zu einer 3. Oh oh. Der Countdown. Und der Würfel ist kacke. Das ist. Die Würfel sind heute kacke. Nicht ich bin schuld, das sind die Würfel. Oh, wir gewonnen sozusagen Münzen im Spiel. Okay. Aufgaben, die meisten Münzen einsammeln. Wenn die Explosion eines Bob-Ums auslöst, verlierst du alle Münzen. Ach du Schande. Ein Geschicklichkeitsspiel. Okay. Eine Münze. 3 Münzen. Na, verstanden habe ich's. Das soll was werden. Ah, schon habe ich verloren. Na dann. Geben wir unser Bestes. Für ein paar Münzen. Oh wow. Okay, durch ein paar Münzen. Kassiert. Nice. Vorsichtig. Nein, so kann ich nicht gewinnen. Ach, verdammt. Alles aufs Spiel gesetzt und verloren. So gut, jetzt kriege ich keine Münze. Ach, verdammt. Am Ende kann ich mir nur die Sterne nicht leisten. Na gut, doch, das kann ich noch. Aber ja, jetzt würfle mal besser. Mein Lieber. Mario ist am Zug. Oh Mann. Ein Turbo-Pilz. Ach, du Scheiße. Doch schon, der schnappt uns den nächsten Pilz weg. Wie die Vorrunde, so die nächste Runde. Das ist doch peinlich hier. Ist das in allen Mario Games so? Ist hier so Applause. Hallo, ich bin's da. Achso, das, ja, das kann ich nicht lesen. Das ist ein bisschen schnell. Münzen oder Sterne? Okay. Jaschinski, du wird geangelt. Achso, Münzen. Ja, Sterne kann einem ja niemandem was abziehen. Der ist der Einzige, der einen Stern hat. So sieht's aus. Versus Welt. Jeder Spieler setzt Münzen ein und... Ja, das geht mir zu schnell. Tritt gegen einen Nein. Bestimmt, wie viele Münzen jeder einsetzen muss. Okay, mal 5. Dann sammle ich 5 Münzen von allen ein. Und gut, Einsatz. Glück bei der stärksten Vibration. Was denn? Ich habe das Ganze nicht ganz verstanden. Na, okay. Oh, verdammt. Da war ich wohl schlecht. Oh, ein Loser. Habe ich jetzt alle Münzen verloren oder was? Ne, 13 Münzen habe ich noch. Nur ein paar habe ich verloren. Aber ich habe noch 0 Sterne. Mach doch mal was. Hammer, Bruder. Die Underdogs, die sind wohl nicht so gut im Rennen. Da muss ich wohl im nächsten Spiel mal den Mario nehmen oder einen etablierten Charakter.
Eine 6 würfelt er. Oh. So, jetzt bist du dran. Hammer, Bruder. Mach dein Bestes. Jetzt würfle mal was Gutes. Na komm. Na komm, zack. Bitte eine 6, bitte eine 6, bitte eine 6. Eine 1. Was ist denn hier heute los mit den Würfeln? Ich würfle hier nur 1 und 2. Das ist. So kann man doch nicht gewinnen. So kann man doch nicht am Sieg sein. Das ist doch unmöglich. Wen kriege ich jetzt als. Ein Chai-Guy kriege ich als. Oh Mann. Als hier Partner. Und dann wenigstens würfeln mit Samuel und beim nächsten Mal würfeln. Ja, vielleicht kriegen wir dann eine 2, weil er eine 1 würfelt und nicht eine 1. Du bist mit Chai-Guy verbündet. Na, schöne Kacke. Soll ich doch mal meinen Glückswürfel nehmen? Und da sind viele Fünfen drauf. Da kann es ja mal sein, dass man da eine 5 würfelt, oder? Brunnenbalkerei. Geht's doch hier nicht. Auf dem Gegner aus den Brunnen spritzen. Okay. Und was mache ich erst so auffüllen? Mach ich so. Ich hab's noch nicht kapiert. Was soll ich denn machen? Oh, Kacke. Wie fülle ich das denn wieder auf? Ach so, fülle ich auf hier. Ja. Darf auch nicht abgestürzt werden. Rosa Junior ist noch am Rennen. Okay, ich bin gut im Kurs. Ende, okay. Beide Erste. Okay, das Spiel habe ich nicht ganz geschnellt, aber gut. Gewonnen mit Bowser Jr. zusammen. Hauptsache Wario hat nicht gewonnen. Er ist immer noch Erster, aber. Na, Zweiter bin ich auch nicht. Zu wenig Münzen. Runde 5. Wario ist am Zug. So. Minus 2. Na, und 1. Ja. Wenigstens einen Schritt vorwärts. Besonders eigenes. Nein, der Countdown. Das wird langsam knifflig. Und wir haben 15 Runden diesmal, Leute. Das ist. Kann es schon alle gehen. Okay, was macht er jetzt damit? Was ist der Plan damit? Ah, Verbündeten rufen. Ja, das bringt's. Ja, das bringt's auf jeden Fall. Der hat einen guten Würfel. Daisy. Yoshi ist jetzt mit Daisy verbündet. Ja. Passt schon besser als Shy Guy und ich. Obwohl Shy Guy und Knochen. Quatsch, nicht Knochen, sondern Hammerbruder. Ja, das passt schon irgendwie. 7 und 2. Was zum. Der hat einen 9. Oh nein, der ist nicht beim Stern. Und was läuft denn hier? Ein Itemladen. Läuft hier. Und ein Powerpilz. Und hofft er sich nicht. Und er hat den nächsten Stern. Oh nein. Es ist jetzt doch schon so, dass ich wieder hinten liege. So stand es am Ende des letzten Parts. Naja, ein bisschen anders stand es schon, aber. Zwei Leute hatten Sterne und ich war als Hinterletzter mit ganz wenig Münzen und ganz wenig Sternen. Ich bin nicht schnell genug. Halt langsam. So, bitte komm in meine Nähe. Da kann ich auch mal einen Stern kriegen. Ja. Das ist richtig. Na, das ist ein bisschen weit weg, aber gut. Da hinten komme ich hin. Oder? Das schaffe ich doch. Na, wenn ich nur einzeln wirf, dann schaffe ich das nicht. Das ist klar. Aber ja. Wyszynski ist wieder an dem Feld angekommen. Bowser Jr. ist am Zug. Ist hoffentlich weit genug entfernt. Na komm. Oh, der hat eine 9 auf seinem Würfel. Au. Bowser Jr. ist so viel, brauchst du mal. Das ist einmal fast umrundet. So. Der kriegt einen Cooper mit dazu. Ja, das passt. Bowser wäre noch cooler, wenn der Bowser als Cooper bekommen würde. Ja. Das wäre ein Zufall. Aber Cooper passt auch. Das ist ein Handlanger. Wir stehen 4 auf einem Feld.
Na komm, das ist... Ich nehme jetzt mal den Würfel hier. Okay. Ich wollte nicht die normalen nehmen, aber gut. Nein, was ist denn los? Das ist... Und deine zwei... das ist... Die Würfel sind heute verhext. Das geht nicht. Das gibt's doch. Das gibt's einfach nicht. Das ist... Wie kann denn sowas passieren? Wie kann es... Was ist denn da los heute? Heute ist der Baum dran. Und Pilz. Naja, wir sind auf dem Weg. Da hinten war schon der Stern. Minispiel. Ja, vielleicht wäre ich zumindest heute Zweiter. Keine halben Sachen. Das Spiel sagt es. Ach nein. Der ist zusammenführen. Dann drehe den Pro-Controller, um die Blockhälfte an andere Hälfte auszurichten. Ah, okay. So hält man den und dann geht's los. Ah, okay. Blockhälfte drehen. Das erinnert mich an Phineas und Ferb. Da gab's doch. Das Spiel habe ich doch für einen 3DS. Für einen DS. Da muss man auch was drehen. Ich verstehe es, aber kriege ich das hin? Okay, okay. Achso, okay, ja, verstehe. Okay, ich bin mit Walu mit Dingens zusammen. Okay, wir müssen uns ein bisschen anstrengen. Wie geht das? Wie geht das? Okay, zwei haben wir. So, so ein bisschen hier rumgehen, muss mich ein bisschen verrenken. Das ist schon ein bisschen kniffliger. Na komm, na komm, na komm, na komm, na komm, na komm, na komm. Streng dich an, na komm. Ja, super. Da waren wir die ersten. Und gerade so. Wario und Hammerbruder gewonnen. Spitze. Hat ganz oft geklatscht, aber irgendwie hat er es für mich gemacht. Großartig. Nadine. Wario hat es eigentlich nicht verdient, aber gut. Ich bin immer noch hinterletzter. Vierter Platz. Oh Mann. Runde 6. Na dann, Wario ist am Zug. Ups. So. Eine 5. Eine 2. Eine 7. Oh nein. Lass ihn nicht zu nah ans. Ich bin immer noch am nächsten am Stern dran. Da muss ich vielleicht mal eine gute Zahl würfeln und dann bin ich vielleicht mal vor den anderen da. Obwohl, jetzt müssen noch zwei würfeln, wie ich das Sache kenne. Oh, manchmal Wurf. Wie ich die Geschichte kenne. Dann wird jetzt hier gleich der Joschinski vorrennen und sich das Ding schnappen. Oder Bowser Junior. Dann bin ich der Letzte, der noch keinen Stern hat und Bowser Junior gleich vorrennt. Lass Bowser Junior bitte eine schlechte Zahl würfeln. Ich wünsche Leuten nicht das Schlechteste, aber... Aber so was Eigenes. Eine 1. Uh-oh. Jetzt wird's knifflig. Bowser Junior ist am Zug. Ja, schaut mal hin. Der wird jetzt gleich eine 6 und dann eine 9 hier am besten. Eine 4. Okay, das könnte schon reichen. Eine 2 ist eine 6. Oh, oh. Oh nein, 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 nein. Er läuft in die falsche Richtung. Was für ein Trottel. Was macht denn der? Da drüben sind die Sterne. Topilz. Den würde ich jetzt einsetzen. Aber ich finde, eine 1 würfel wenigstens ein bisschen was ziehen kann. Items. Ich will mein Item einsetzen, Tote musst du mir nicht erklären. So. Topilz, Wurf plus 3. Da bin ich wenigstens bei einer 4. So, würfeln. Na los, komm. Eine 6, was? Meine Glückssträhne kommt zurück. 10. Ja, nice. Okay, können wir was kaufen? Haben wir denn genug Geld? Was gibt's denn so? Ein Topilz. Okay, ja, den leiste ich mir. Komm, gib her. So lahm wie wir sind, können wir den bestimmt gebrauchen. So, ab zum Stern. Was willst du haben? Nimmst du den Stern für 10 Münzen? Ja, nehme ich. So, um einen Sternrechter. Ja, nice. So, wie sieht's aus? Wir haben nicht zu viel Geld ausgegeben.
Sternehaltung. Und ich bin Zweiter. Naja. Und der hat einfach genug Geld. Na, das ist doch der beste Weg zum Erfolg. Aber nicht auf den Lorbeeren ausruhen. Und weiter dem der Tod jetzt hinterher. Nein, nicht so nah bitte an die anderen ran. Ah, oh, Bowser Junior ist da direkt dran. Du willst dich gleich den ersten Stern. Ja gut, das ist ein erster Stern. Nehmen alle gleich auf. Und dann mal hinterher hier. Den Pilz. Pechfeld, oh nein. Gerade das Glück gehabt, einen Stern zu bekommen. Hier gibt es ja Pech. Wird mir gleich der Stern wieder abgenommen oder was? Nein. Der Stern wird versetzt. Oh. Nein. 10 Münzen, ja okay. Verliere ich vielleicht den zweiten Platz. Ja, sehr wahrscheinlich so. Dritter bin ich. Naja, komm. Die Münzen kriegen wir jetzt beim Minispiel wieder rein. Auf geht's.